Hallo, liebe Drohnenpiloten und die es werden wollen. Ich hatte Anfragen bekommen, wie ich das gemacht habe mit dieser Bemalung, beziehungsweise wie ich das denn hier demontiert habe, meine Drohne, um die einzelnen Teile zu lackieren. So, ich will euch mal zeigen, was man alles machen muss, um diese hier orangen Stellen zu demontieren, um sie anschließend vernünftig zu lackieren. Als erstes nehme ich mal hier die Schutzkappe ab. So. Da kommt die Batterie raus. Dann nehmen wir erstmal die zwei Hintern und da sind nochmal vier Stück. Die habe ich jetzt schon gelöst und die Schrauben liegen schon hier. Dann drehen wir das Ganze. So, dann müssen wir den raus. Die Schraube. Dann nehmen wir, dann hebeln wir von vorne nach hinten die Abdeckungen raus. Eine kleine Nase dran ist und hier genauso. So. Dann müssen wir hier die Schraube rausholen. Und die hier. Hier vorne ist es am schlimmsten. Zack. Und das war's schon. So, dann hebt man das vorsichtig ab. Denn hier, da ist die Steckerverbindung für die Antenne. Ja, das ist es. So sieht das innen drin aus. Hier vorne ist die Gimbal-Aufhängung. Die habe ich jetzt auch selber ausgetauscht. War eigentlich kein Problem. So, jetzt hat man dieses Teil hier und man kann das wunderbar lackieren. So, das Ganze wieder zurück. Hier wieder einhängen. Okay. Vorne. Ja, und zu dem Teil, das sind also die Schrauben 2, 4, 6, 8, die müssen gelöst werden. Da kann man die gesamte Metallplatte abnehmen. Beim Lackieren bitte darauf achten, dass die Löcher hier von den Kameras abgedeckt sind. Sonst kommt nämlich anschließend eine Warnmeldung, dass die Sensoren nicht funktionieren. Ja, und dann kann man das wieder montieren. Wir haben ja hier, ich wohne ja in den Tropen, wir haben immer um die 32 Grad. Also ich habe keine Probleme mit der Wärmeabgabe. Das ist ja eine Rippenstruktur auch, um Wärme abzugeben. Mein Mavic fliegt und fliegt. Keine Probleme. So, das war's eigentlich. Tschüss und viel Spaß beim Auseinanderbauen. Ja, ihr habt jetzt alle gesehen, wie ich das gemacht habe. Die Demontage und anschließend die Lackierung ist relativ einfach, wenn man weiß, wie es demontiert werden muss und die Montage. Auf jeden Fall sieht man eure Drohne wesentlich besser und ihr habt eine bessere Kontrolle darüber. So,
Auf Wiedersehen. Tschüss.